Es war einmal ein Priester. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Er kam aus Indien und gehörte seit geraumer Zeit dem Wiener Ordenshaus der Franziskaner an. Was er dort wollte? Der Kirche neue Geschmacksnuancen verleihen. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Wir sind alle einzigartig, wenn auch nicht perfekt. Frei und glücklich wird, wer das schon heute entdeckt. Lieber Fehler machen, was schaffen und sein, als sich zu verstecken mit der Geld und zu viel Wein. Sandesh Manuel, so der Name des Priesters, machte gern Musik. Musik, mit der er Glaubenswege beschreiten wollte, die in weit buntere Landschaften führten als bisherige geistliche Melodien. Musik, durch die der Pater die Klostermauern zum Beben brachte. Und so ging Sandesh Manuel zu den Menschen hinaus, drehte Videos mit ihnen und für sie. So let's get to it. We need a wake-up call, God help. Und zeigte, dass jeder seinen eigenen Weg zu Gott finden kann. Unkonventionell und doch spirituell. Das möchte ich nicht richtig trennen, weil ich bin, was ich bin. Aber doch, wenn ich im Gottes Haus komme, ich fühle mich zu Hause und ich nehme mir diese Zeit, stille Zeit. Ich bin ernst, aber ich habe kein Langgesicht. Dieser Glaube sollte mich Freude machen. Seit 7 Jahren lebt Pater Sandesh Manuel bereits im Wiener Franziskanerkloster. Gemeinsam mit seinen 11 Mitbrüdern und ehrenamtlichen Helferinnen, die gerade den Namenstag des heiligen Josef begehen. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht, dass sie dies unmaskiert tun, ist dem Umstand geschuldet, dass das Kloster als Wohngemeinschaft geführt wird. Sandesh Manuels Privatsphäre in diesem illustren Haushalt beschränkt sich auf ein kleines Zimmer. Willkommen in meinem Palais. So, das ist mein Studio, mein Arbeitszimmer, mein Schlafzimmer, mein Alleszimmer. Mehr brauche ich auch nicht und da bin ich sehr glücklich mit diesen Sachen. Sachen, die ihm nicht nur ermöglichen, seine Musikvideos hochzuladen, sondern auch direkten Kontakt zu Gläubigen und seiner Familie zu halten, seiner kleinen Nichte, die er genauso vermisst wie sie ihn. Nice, nice. When he comes in our family, wenn er zu Hause ist, wird immer gelacht. Ich bin ein Clown, oder? Ja, das bist du. Und so wird er bei jedem Gespräch auch an jenen Ort erinnert, an dem er aufgewachsen ist. Meine Mutter war eine Lehrerin in meiner eigenen Schule. Und dann bin ich in einer Jesuitenschule aufgewachsen. Und dann, als ich 17 war, habe ich viele Fragen gehabt. Gibt es wirklich einen Gott? Oder warum sind einige Leute arm? Und dann wollte ich suchen, auf diese Suche. So, ich bin eingetreten in den Franziskanerorden. Did you understand? Lange Zeit war er auf der ganzen Welt unterwegs, wurde zum Priester geweiht, bis er schließlich nach Wien entsandt wurde. Im Gepäck hatte Sandesh nicht mehr und nicht weniger als Manuel, seinen neuen Zweitnamen. Und das, was er schon immer bei sich hatte. Das ist meine Frau. Sie liegt an meinem Bett. Sie ist sehr liebvoll. Und sie ist meine Begleiterin. Das ist meine franziskanische Berufung und meine Musik, dass ich geschenkt bin und ich weiter schenken möchte. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway. For my sake, teach me to take one day at a time.
Für mich Glück ist eigentlich einfach zu sein, ohne kompliziert zu sein. Und deswegen bin ich ein Franziskaner. Und das sehe ich auch vom Leben von Heiliger Franz von Assisi. Der war ein glücklicher Mensch, ohne nichts zu haben. Der war der reichste Mann, weil er so arm war. Auch wenn Franziskus eines unserer Vorbilder bleibt, gibt es auch für ihn Schmerzen, Sorgen und Leid. Er kämpft, er sucht, er stritt mit seinem Vater. Doch die größte Macht bleibt unter alle Vater. Frei sein von allem Materiellen, dafür umso reicher im Inneren. Und so will er die Gedanken Franz von Assisis neu interpretieren und all jenen vermitteln, die mit der Kirche abgeschlossen oder nie angefangen haben. Die sich von seiner Musik inspirieren lassen, quer durchs Land reisen, um ihn in seinem neuen Zuhause anzutreffen. Ja, war schon religiös und bin in die Kirchen gegangen, aber nicht jetzt so sehr wegen der Messe, sondern dass ich meine Freunde triff. Und jetzt, seit ich den Sandisch kenne, durch seine Videos, durch seine Texte, durch seine Ansprachen oder Predigten, da fühle ich mich auch jetzt wirklich von Gott angenommen und von Gott geliebt. Und das ist befreiend. Ist es. Aber auch bei jenen, die mit ihm zusammenleben, bringt er ganz neue Seiten zum Schwingen. Ich finde es vor allem schön, es sind ja in diesem Kloster doch einige ältere Brüder und dass man sieht, dass sich die Brüder nicht hinter den Klostermauern verstecken, sondern dass sie auch offen sind, dass sie hinausgehen, dass man eben sieht, sie sind präsent und da tut sie ganz einfach was in dem Kloster und das ist schön, dass es so lebendig und so jung ist, absolut. Franz von Assisi war auch ein bisschen verrückt, aber der war verrückt für Gott. Der war ein Gaukler Gottes. Und wir Franziskaner sind ein bisschen besondere Menschen. Das sehe ich in meinem Mitbruder. Am Anfang waren sie auch bezweifelt, dass ich Gitarre studiere, nicht Orgel, dass ich rappe und so. Aber sie haben das langsam gekriegt und die unterstützen mich 100%. Wenn sich alle Türen schließen, zweifle nicht. Öffne ein Fenster, schau hinaus in das Licht. Steh jeden Tag neu auf, der Weg ist das Ziel. Du schaffst es mit Vertrauen, sonst... Ein Mitbruder, der Sandesh Manuel besonders inspiriert, ist Pater Elias. Er unterstützt ihn beim Texten und Vermitteln von Themen. Und bremst ihn auch ab und zu ein. Wobei es nicht selten zu hitzigen Auseinandersetzungen kommt. Nein, aber ich kenne deine Spontanität. Wir diskutieren, wir streiten sehr viel. Wir gehen sehr viel spazieren auf dem Donaukanal. Wir bekommen sehr viele Ideen da und er kann das wirklich umsetzen in Wörter. Und das hat mir sehr viel geholfen. Er ist ein sehr guter Freund geworden. Er bringt mich diese Kultur bei. Er sagt, das ist nicht richtig, das vielleicht kommt nicht gut an und so. Er ist wirklich ein guter Guy, ein sehr guter Freund auch. Bist du? Ja. Ein so guter Freund, dass er sogar seine Essgewohnheiten zu überdenken gewillt war. Seitdem wir zusammen kochen, koche ich halt öfter mal Currys und so und bin jetzt auch auf den Geschmack gekommen, dass Reis doch ganz gut sein kann. Ja, das ist auch Essen. Das ist auch gut, oder? Ja. Aber du weißt, ich bin eher italienisch geprägt und darum esse ich eher Nudeln. Ich esse alles, was am Tisch kommt. Ich das auch. Das bleibt da mir nichts anderes übrig. Franziskaner. Videos zum Streamen. Auch wenn diese Art von geistlicher Botschaft anfangs für manche im Kloster neu war, die Anpassung erfolgte erstaunlich schnell, wie beim 88-jährigen Pater Benno. Pater Benno, ich habe gehört, dass du einmal eine Zigarette geraucht hast. Jawohl, meine erste Zigarette. Und kannst du ein bisschen erzählen über diese Zigarette? Also, zunächst einmal mussten wir uns, das, mein Freund und ich, das Geld erbetteln. Wir haben ja kein Geld gehabt und keine Zigarette. Also haben wir zuerst das Geld erbettelt. Wie alt wart ihr damals? Naja, acht Jahre, denke ich, war ich alt. Und dann sind wir an einen sicheren Ort gegangen, an ein Örtchen, so einen Ort, und haben dort also diesen verbotenen Genuss gefreut. Dank Sandesh Manuels Überredungskünsten hat Pater Benno mittlerweile einen eigenen Internetkanal. Pater Benno, du bist ein Fußballfan.
Welche ist deine Lieblingsmannschaft? Ja, das ist die Vienna. Und das hat Vienna Club mitbekommen und sie haben uns besucht und sie haben einen Schal für Pater Benno gebracht. What a wonderful sign. Aber ich bin damit durchaus einverstanden, weil man ja mit allen Möglichkeiten, alle Möglichkeiten ausschöpfen soll, die Menschen mit Glaubensfragen zu konfrontieren, ins Gespräch zu bringen, den Glauben. Glaubensfragen, die nur vermittelt werden können, wenn es einen persönlichen Anknüpfungspunkt gibt, wenn die, deren Herz gewonnen werden will, genau dort abgeholt werden, wo sie sich gerade befinden. Ein Argument, das auch Pater Felix, den Hausoberen der Wiener Franziskaner, überzeugt hat. Haben doch viel zu viele ein Bild vom kirchlichen Leben, das einschläfernder nicht sein könnte. Ein Bild, das möglicherweise neu gezeichnet werden muss. Quer durch alle Stile, Richtungen und Darstellungsformen. Ja, das ist in Ordnung, ja. Und zwar auch deswegen, denke ich, weil es einfach zu ihm passt. Es ist ihm ja nicht irgendwo angeschwatzt worden oder aufgeredet worden, sondern es hat sich so entwickelt, auch ein bisschen witzig natürlich, wie es sich gehört, und aber dann doch immer wieder so prisenweise ein bisschen was von der Botschaft. Und ich glaube schon, also ich finde es, nicht nur ich, finde es sehr gut. Besonders engagiert zeigt sich Sandesh Manuel im Kennenlernen österreichischer Eigenheiten und Traditionen. Ich stell mir vor, ich werke in der Sonne Kärntner. Gewohnt in Villach und aufgewachsen im Ehrenberg. Der schönste Ausblick auf die Karawanken. Ich kenn den ganzen Tag der Herrgott nur noch tanken. Türkises Wasser dort am schönen Wörthersee. Ich brauch kein Meer mehr, wenn ich den See seh. Bei so viel Schönheit, da geht das Herz auf. Man muss nur hinschauen, dann kommt man selber drauf. Jetzt probier mal nachzusprechen. Okay. Aha. Gemma? Gemma? Apoa? Apoa? Oa? Oa? Kaffa? Kaffa. Brauchst nicht, wir haben eh schon Oa. Brauchst nicht, wir haben schon Oa. Schon Oa. Schon Oa. Jo, der Herrgott hat gelacht, wir kannten hat gemacht. Allein das ist schön, fürs Wien Gott nehmen. Gar nicht so einfach, die verschiedenen Dialekte zu lernen. Doch Sandesh Manuel scheint sich mittlerweile ganz zu Hause zu fühlen zwischen sprachlichen Stolpersteinen, landwirtschaftlichen Geräten, mehr oder weniger behaarten Gefährten sowie mehr oder weniger schmeichelnden Outfits. Und so wird ein indischer Kärntner im Handumdrehen zum Tiroler. Die Gamslein schwarz und braun, die sind so lieb zum Schaum. Und uns das schießen willst, du musst die aufbauen. Ich bin ein Inder, ich bin in Wien, ich bin Franziskaner, ich bin Priester und YouTuber, Rapper. Es ist, die Leute tun einfach schwer zu verstehen, weil sie sind verwirrt, diese Kombination. Aber trotzdem, es macht mich wirklich Spaß und ich habe sehr viel Freude daran. Das macht auch Leute Freude und ich bin der Grund für ihre Freude. Das ist das beste Honorar, das du kriegen kannst. Was ist dein lieblingswienerisches Wort? Naja, das hast du. Ausdruck. Schlechte. Nochmal? Schlechte. Das ist mir gerade eingefallen. Nicht, das ist nicht besonders ein Geistesblitz, möchte ich sagen. Wenn ihm da kein Heiligenschein gebührt. Pater Benno erweist sich als äußerst geduldiger Wienerischlehrer und als erfolgreicher noch dazu, wie man sieht. Mein Stolz ist, ich bin heute Arnestianerkind. Ein Fiaker. Wie man ne tolle Tag find, na Blut ist so lüftig, so leicht wie der Wind. Jo, ich bin heut Arnest Werner Kind. Wenn ich auf die Straße gehe mit meinem Zivil, da gibt's andere Reaktionen. Wenn ich trage mein Habit, eine andere Reaktion. Kleidung macht die Leute, aber es ist mehr als Kleider. Jeder Mensch ist mehr als was er trägt. Das ist nur ein Symbol, auf was drinnen ist. Hinter deiner Maske
doch vor deinem Publikum. Ein bis zwei Tage in der Woche verbringt Sandesh Manuel mit Dreharbeiten, die für ihn fast etwas Religiöses haben. Es ist irgendwie sehr spirituell auch für mich, weil du bist im Moment, du arbeitest im Moment, du kannst einfach nicht deine Konzentration verlieren. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil von Spiritualität. Mein Horizont hat sich auf jeden Fall erweitert durch unsere Gespräche, unsere gemeinsame Zeit. Wir können über alles reden miteinander. Und dafür, dass er ein Geistlicher ist, muss ich auch sagen, er ist sehr offen. Und umso mehr macht es mir Spaß, mit ihm Themen zu haben, die ich sonst nicht mit vielen Leuten haben kann. Es sind vor allem junge Kameraleute und Filmemacher, die Sandesh Manuel im Internet gesehen und beschlossen haben, für und mit ihm zu arbeiten. In ihrer Freizeit und ohne Geld dafür zu verlangen. Wir haben sehr klein angefangen und die ersten drei Videos habe ich noch selbst geschnitten, relativ amateurhaft. Und mittlerweile hat hier Sandesh ein eigenes Team, nur um Videos zu machen. Dann ich mache die meisten Audiosachen. Und die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr groß in diesen 2,5 Jahren. Das finde ich besser als die anderen. Was ich gelernt habe, ist, dass wenn man etwas mit Leidenschaft macht, das Geld kommt hinterher. Und manchmal sogar in solchen Massen, dass man es sich gar nicht vorstellen konnte. In 2 Tagen haben wir 10 Musikvideos gedreht und es ist wirklich harte Arbeit in der Kälte. Einfach nur zu zweit, die ganze Aufbau und alles. Und das braucht viel Leidenschaft und ich bin wirklich dankbar, dass ich solche Leute treffen darf. Und ich bin wirklich geschenkt, kann man sagen. Beschenkt wurde er auch mit Marion Traun, seiner Stimmtrainerin, die ihn regelmäßig mit Übungen eindeckt. Für mich diese Arbeit mit Stimme ist auch eine Arbeit mit mir selbst, weil es öffnet meine Stimme, es öffnet auch eine neue Welt für mich. Er kommt schon mit einer sehr soliden Stimme eigentlich, also ich gebe ihm eigentlich nur Tools, wie er weiterarbeiten kann und bewusster mit manchen Sachen einfach, in welche Richtung er arbeiten kann. Und ich muss ihn ein bisschen rauskitzeln, das habe ich schon gemerkt. Das heißt, er braucht ein bisschen weibliche Power, oder? Vielleicht. Nein, es dürfte ihm gut tun, soweit ich es gemerkt habe. Und so ist er hochmotiviert, sich selbst den kniffligsten Sprechaufgaben zu stellen. Sprachlich derart geschult, bleibt naturgemäß viel Zeit, sich der Perfektionierung weiterer Talente zu widmen. Und so hat Sandesh Manuel begonnen, seine Lieder zu untermalen. Wie unschwer zu erkennen, versucht er, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen der klösterlichen Abgeschiedenheit und sämtlichen anderen Lebensbereichen und Gefühlen, die auszublenden ihm nicht immer leicht fällt. Ja, ich war ein paar Mal verliebt, und aber doch habe ich entschieden, das weiterzumachen. Und es tut manchmal weh, weil ich ein Mensch bin, da muss ich auch das deutlich sagen. Es geht nicht um körperliche Liebe, es geht um eine Familie, Kinder, umarmen. Wenn du kommst zurück am Abend, ist jemand da und solche Dinge. Aber trotzdem, das gibt mir auch mehr Freiheit, mehr Zeit. Und diese Energie, diese Kraft, ich channelisiere in Musik, in Kunst. Unsere Welt ist am jeder Fisch verreckt im Plastik und selber verraten wir unsere Brüder, die im Mittelmeer trinken. Und so hat alles seine Licht- und Schattenseiten. Ja, sehr viele konservative Menschen, sie sagen, was magst du, Rapis, Teufelsacken und alles möglich. Ne? Dann sage ich, wenn die Kirche sind leer, lass mich etwas probieren. Wir sollten experimental sein. Ich gehe nicht weg von dieser Schiene. Ich bleibe in Schiene, ich trete nicht aus und ich bin nicht ein Revolutionär. Ich genieße mein Leben als ein Christ, als ein Franziskaner, aber trotzdem möchte ich einfach mich sein. Musik
mit Kritik besänftigend umgehen. Herzlich willkommen, lieber Sandisch. Etwas, das ihn mit seinem oft im Rampenlicht stehenden Freund, dem Dompfarrer, verbindet und ihn auch immer wieder an jenen Ort führt, der ihm zur Inspiration geworden ist. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Sandisch ist vom lieben Gott besonders ins Herz geschlossen worden, weil ihn so reichhaltig mit Talenten ausgestattet hat, dass er es liebt, mit seinen Talenten andere Menschen zu bewegen. Wichtig ist, dass man ihm glauben kann, dass er die Menschen liebt. Wenn ich sehe, dass ein Priester die Menschen liebt und ihm glaube, dass er sich selbst lieben kann, dann und nur dann glaube ich ihm, dass er auch den lieben Gott lieben kann. Da kann er wirklich ein Botschafter der Liebe Gottes in dieser Welt sein. Just give me the strength to do every day what I have to do. Gerade im kirchlichen Bereich sollen alle Menschen Platz haben und in der Welt und in der Schöpfung Gottes ja sowieso. Und das sind verschiedene Ausdrucksformen. Na, ich muss auch den anderen ja auch gelten lassen. Toleranz muss heißt auch leiden. Er muss es auch leiden, wenn einer völlig anders tut. Lord, help me today and show me the way one day at a time. Es schneit. Ich muss aufpassen, sonst wäre es weiß. Ich habe den Sinn des Lebens gesucht. Und ich möchte einfach dieses Projekt aufbauen, dass ich die Armen helfen können. Es macht mich Freude und ich werde sicher weitermachen, bis ich sterbe. Was für eine Perspektive. Ob jodelnd in der Lederhose, ob in Bollywood-Manier, ob als Fiaker alten Staub aufwirbelnd. Put your hands up when you listen to the song. Oder als Priester rappend. Im Endeffekt läuft es wohl einfach darauf hinaus, Menschen zu berühren, zu erreichen. Menschen, die möglicherweise nicht den Weg in Räume wie diesen finden, um von einer besseren Welt träumen zu können. Träumen macht das Leben erst wertvoll und schön. Apropos Träumen, hätte es wirklich jemand für möglich gehalten, dass es ausgerechnet ein indischer Pater mit Hang zum Rap sein könnte, der die Wiener Kirchenlandschaft erbeben lässt? Und das mit so viel Hingabe, dass seine Botschaft, wie auch immer sie nun aufgenommen wird, wohl in jedem Fall als eine frohe erkennbar sein dürfte. Kapiert?